Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.5 ohne Gräben. Wir haben Ostersonntag. Habt ihr schon Eier gesucht? Habt ihr welche gefunden? Oder liegt ihr noch im Sauer, weil ihr es gestern so habt krachen lassen beim Osterfeuer? Erzählt mir davon. Schreibt es in die Kommentare. Ja, wir sind dabei. Oder beziehungsweise das Feld 16 ist so, liegt in den letzten Zügen, abgeerntet zu werden. Und ich habe gerade mal einen Kurs eingefahren, um hier vom Hofsilo Stroh zur Pelletfabrik zu fahren. Mit dem Resultat, dass die Pelletfabrik voll ist. Aber macht ja nichts. Hof. Pelletfabrik. Speichern wir gleich mal ab. Entschuldigung, ich muss mich mal räuspern. So. Wie dem auch sei. Wir müssen aber auf jeden Fall hier Stroh wegkriegen, weil wir haben noch wieder schon wieder so viel Stroh und ich weiß nicht, wohin damit. Ich weiß nicht, wohin damit. Muss ich ja leider ehrlich sagen. Ne? Ballen pressen, weiß ich nicht. Ich habe bis LS2099 habe ich Strohballen irgendwo hier rumliegen. Das macht keinen Sinn. Jetzt fahre ich hier mit so einem riesen Gespann durch diesen Mini-Stall, um hier einfach mal Stroh zu verklappen und hier den Strohvorrat ein bisschen. So, die haben jetzt genug Stroh. Die haben von allem genug. Ja, was machen wir dann mit dem restlichen Stroh? Ich fahre jetzt hier einfach mal durch, ohne mein Bienenhaus zu umfahren. Umzufahren, meine ich. Bleibt eigentlich nichts übrig, als Stroh jetzt tatsächlich zum Komposter zu bringen. Und dann geht's auch bald mit der Maisernte los. Was ich ja noch nie gemacht habe. Muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Ne? So, der ist leer. Er kann jetzt erstmal aus dem Weg fahren. Und aus dem Weg heißt so viel wie hierhin. Eins sage ich euch, bei der nächsten Ernte gibt's keinen Stroh. Dann wird das Stroh gleich gechoppt und fertig. Ich habe so viel Stroh. Wobei, ich könnte mir natürlich auch noch eine Gowail kaufen. Und aus dem Stroh dann hier noch Ballen machen. Wobei, das Lager hier sieht auch schon so voll aus, ne? Viel passt hier auch nicht mehr hin. Was soll ich mit noch mehr Strohballen? Naja, 54 Ballen passen da noch hin. Dafür muss ich mir jetzt keine Gowail für 325.000 Euro kaufen. Ganz ehrlich. So, wie viele Durchläufe soll er denn hier machen? Viermal, ne? Das sind 300.000. Ich glaube, sehr viel mehr passt da nicht rein. Stellen. Dann gucken wir mal. Naja, vielleicht wäre da ja einigermaßen vernünftig.
und wird sogar aufgefüllt. Jawohl, Feld 16 ist fertig. So. Abfahrer ist auf dem Weg hierher. Abzutanken. Jawohl. Geht doch. Das geht doch. Dann müssen wir jetzt gleich erstmal einkaufen gehen und alles vorbereiten für die große Maisernte. Ach, jetzt doch nicht, dass das... dass er jetzt die 381 Liter nicht mehr mitkriegt. Ja, er kriegt die 381 Liter nicht mehr mit. Naja, egal. Kommt der nächste Abfahrer. Schön, schön. So. Abfahrer entlassen, Kurs weg, zack. Ach so. Nee, das ist alles okay. Das sollte natürlich gar nicht. Das sollte natürlich so. Und ihm brauche ich jetzt auch Abfahrer entlassen, weil... wobei... vielleicht war das auch doof. Feld 16. Silo. Und er soll da warten. Er soll ja nicht zurückkommen. So. Und dann schauen wir mal, dass wir hier eine vernünftige Flotte uns zusammenstellen. Zum Ernten. Was wir hier mit dem ganzen Stroh machen, weiß ich noch nicht. Weiß ich echt noch nicht. Wobei, das hier könnten wir ja zum Rinderhof bringen, das ist ja nicht so weit. Na, fahrt ihr jetzt beide im Kreis? Schlechtes Personal ist gut zu finden. Umgekehrt. Gutes Personal ist schlecht zu finden. So rum war's.
Wo fährst du hin? Ja, das sieht aber gar nicht so schlecht aus, was du da machst. Seht ihr, hat hier auch noch geklappt, hat gereicht mit dem Sprit. Jawohl! Also das ist ja nervig, ne? Axion hat durchdrehende Reifen, oben am Hofsilo, wissen wir. Wo ist hier mein Strohsammler? Vollkommen am Ende. Mensch, mit Nerven am Ende. Wer steht da? Wieso steht er da? Achso, ja, nee, er fährt. Er sammelt. Schön. Moin. Du musst eigentlich sowieso jetzt gleich mal wieder hier. Danke. Auch eine. Wo stehe ich denn jetzt drauf? Ich bin. Ach, ich bin voll auf die Leitplanke gefahren. So ein Dreck. Mann, ey. So, nicht hingucken. Ja, jetzt steht da auch noch so ein Drecks. AI dahinter. Fahrt mal alle rein. Fahrt mal alle rein. Egal. Ich kümmere mich da gleich drum. Ich setze ihn gleich zurück. Dann steht er am Hof. Ist ja nicht mehr so weit. Fertig. Aus die Maus, Nikolaus. Ende Gelände. Ich muss eher zusehen, dass hier gleich mal Platz wird. Für meinen Strohabfahrer. Seht ihr, für den hat es hier nämlich keinen Platz mehr, weil er hier im Weg steht. Sie hier. Entschuldigung.
Scheiße. Leute, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich, würde mich freuen. Freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr mich bei Facebook besucht oder auf meiner Website. Und am allermeisten freut mich das natürlich, wenn ihr heute Abend wieder einschaltet. Zur nächsten Folge Let's Play Alice 17 hier auf der nordfriesischen Marshmap. In diesem Sinne sage ich Ciao!